Hallo, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, eine spannende Legung zeigt sich hier. Es geht, also bei dir dreht sich gerade sehr viel um etwas, das sich in der Vergangenheit zugetragen hat, wo du noch nicht alle Informationen, hast, ja. Also irgendetwas ist hier verschleiert oder unaufgeklärt geblieben, vielleicht eine offene Frage. Und das ist natürlich klar, dass du dich damit auch auseinandersetzt. Jetzt haben wir hier noch etwas, das möchte ich näher auslegen. Da möchte ich noch eine Information. Okay, es geht hier um irgendeine Illusion oder ein Scheinkonstrukt, vornehmlich in einer zwischenmenschlichen Verbindung, in der du dich nicht ernst genommen fühlst. Ja, also das kann ich hier auch sehen. Also ich vermute, das gehört hier alles zusammen. Also irgendein mysteriöses Thema aus der Vergangenheit, das ich hier wahrnehme. Vielleicht hat man dir in der Vergangenheit deinen Platz nicht zugestehen wollen in einer bestimmten Situation. Ja, Menschen haben sich eigenartig verhalten. Es geht ja auch um irgendeine Täuschung, ja, oder vielleicht auch etwas, das verschleiert wurde, wo du die Wahrheit vielleicht auch suchst. Ich kann dir schon vorab sagen, ja, hier wartet noch einiges in dieser Legung auf dich, aber wir haben hier auch eine Engelszahl dann in der Tendenz liegen. Da haben wir dann die 888 und die ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, das möchte ich nur auch vorab sagen. Schauen wir mal in die Außenschau, also wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus? Und hier können wir sehen, dass du nicht alleine bist. Ich glaube, es geht hier um eine bestimmte Person. Es kann natürlich auch das Universum sein, das hier in Kontakt mit dir treten möchte oder eben beides. Du wirst hier geführt, du bekommst Zeichen, beziehungsweise hast du hier mindestens eine Person an deiner Seite, die es gut mit dir meint und dir und dich irgendwo auch unterstützt oder unterstützen möchte. Unterstützen möchte. Weil wenn wir jetzt hier in die Blockaden schauen, ja, also was stellt sich gerade quer in der aktuellen Situation, dann sehen wir hier nämlich, dass hier oder dass es dir schwerfällt, etwas oder aktuell schwerfällt, Informationen von außen anzunehmen oder Eindrücke oder Einflüsse von außen. Das könnte hier auch bedeuten, dass es dir aktuell schwerfällt, Hilfe anzunehmen, ja, also dass du hier etwas auf eigene
Faust machen möchtest, aber jemand da wäre, der dich unterstützen könnte. Wir schauen dann natürlich im Anschluss wie immer in die Lösungsimpulse und abschließend noch in die Tendenz, ja. Kann aber auch sehr gut sein, dass hier das ein oder andere Thema vorhanden ist, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Und ich vermute, dass dieses Thema mit der Unterstützung oder dass hier jemand ist, der vielleicht auch sehr positiv auf dich wirkt, ja, das könnte hier eine dieser Blockaden sein, wo es plötzlich Klick macht, wo man dann merkt, ah ja, da streckt ja jemand die Hand aus und das klingt auch recht brauchbar, die könnte ich doch nehmen, ja. Ob du das dann machst oder nicht, mein lieber Steinbock, ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Entscheidungen nehmen dir Kartenlegungen zu keinem Zeitpunkt ab. Schauen wir mal weiter. Das ist auch eine spannende Blockade. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was das Universum hier will. Du sollst hier, es geht hier um eine Art überraschende Unterstützung. Das kann jetzt natürlich hier zusammenhängen oder für sich stehen oder eine überraschende Wendung des Schicksals. Eine bestimmte Situation, die hier auf dich zukommen könnte, etwas Positives, ja, also das kann hier natürlich auch, weil wir hier die 888 haben und auch hier noch eine Karte, könnte das hier auch mit einem finanziellen Eingang zusammenhängen, mit dem du nicht rechnest, der aktuell noch blockiert ist, mein lieber Steinbock, aber das ist dir hier bestimmt. Dann haben wir hier noch ein Thema. Wir schauen ja auch immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Menschen zu tun hat, beziehungsweise mit einer bestimmten Person. Und da sehe ich einen Abschied liegen. Ja, also das könnte hier tatsächlich sein, dass es hier um einen Kontaktabbruch geht, beispielsweise vielleicht eine Trennung, die hier vorhergegangen ist. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Abschied bei einigen schon stattgefunden hat. Bei anderen könnte der noch anstehen. Jetzt möchte ich aber nur hinzufügen, ja, wenn es hier um einen Kontaktabbruch geht, das ist natürlich immer etwas, das man sich sehr gut überlegen sollte. Es kann hier natürlich auch gemeint sein und da ist es wichtig, dass du dann darüber im Anschluss reflektierst, dass es hier um eine Transformation einer Verbindung geht. Dass man sagt, so wie diese Verbindung jetzt läuft, geht es nicht weiter. Hier muss sich etwas verändern, ja, und man verabschiedet sich eben in dieser Form von dieser Verbindung, ja. Das ist hier entscheidend, ja. Also, dass du dir hier noch Zeit nimmst, um darüber nachzudenken. Ich vermute aber, dass es hier um dieses Scheinkonstrukt geht oder diese Täuschung, dass du hier irgendwo das Gefühl hast, da ist noch irgendetwas oder da ist etwas geschehen und du hast es nicht erfahren oder du möchtest hier noch irgendetwas erfahren oder mehr Klarheit haben über die Vergangenheit, ja. Eine wirklich spannende Thematik, mein lieber Steinbock, die sich hier zeigt in dieser Legung. Schauen wir weiter in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Schauen wir gleich hier weiter aufs Umfeld. Das Universum sagt hier, es ist jetzt wichtig, dass du dich auf die wesentlichen Kontakte in deinem Leben fokussierst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du hier mit allen anderen Menschen brechen sollst, also das auf keinen Fall. Ich habe hier das Gefühl, dass hier einfach viel zu viel los ist gerade, ja, und dass das natürlich auch anstrengend ist. Das Universum sagt, konzentriere dich auf die Kontakte, die jetzt aktuell, ja, die hier auch im Vordergrund stehen. Es kann sein, dass hier auch sehr viele Bekanntschaften mit hineinspielen, ja. Wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld. Und manchmal ist es auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie bestimmte Verbindungen aktuell stehen. Ja, also und hier dann natürlich auch bestimmte Grenzen zu setzen, also sich selbst Grenzen zu setzen.
Weil ich hier einfach den Eindruck habe, dass dir das gut tun würde, wenn du dich hier mehr auf Menschen fokussierst, ja, wo eine gewisse Harmonie besteht, wo eine Beruhigung sozusagen stattfindet, wenn man sich begegnet, ja. Also das können hier bestimmte Freunde beispielsweise sein, wo man sich gut versteht und auch wenn man beispielsweise schlecht gelaunt war, bevor man sich getroffen hat, diese Laune dann verflogen ist im Laufe des Treffens, ja. Also zum Beispiel das. Und das soll dir hier auch dabei helfen, diese Blockade betreffend dieses Abschiedes zu lösen. Ja, egal ob dieser Abschied noch ansteht oder bereits stattgefunden hat, weil irgendwie hältst du noch daran fest oder du hältst dann etwas fest, das nicht so ist oder eben eine Täuschung war. Ja, also, und darum geht es, also, dass du dir hier selber eine klare Sichtweise verschaffen kannst. Schauen wir jetzt mal weiter. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Lösungsimpuls. Das Universum sagt, du fühlst dich hier in einer bestimmten Angelegenheit oder vielleicht auch Verbindung fremdbestimmt. Deshalb ist hier auch dieser Lösungsimpuls mit dem konzentrier dich auf die wesentlichen Kontakte in deinem Umfeld. Hier sehen wir eine Fremdbestimmung oder dass du das Gefühl hast, vielleicht auch funktionieren zu müssen. Und das ist hier ein zu viel. Das heißt nicht, dass hier bösartige Menschen um dich herum sind, sondern eher mehr, denke ich, also kann natürlich sein, dass hier auch Menschen um dich herum sind, die jetzt nicht in deinem Interesse handeln oder nicht hier vielleicht auch bestimmte Hintergedanken haben, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Wir wollen wissen, was geschieht denn hier und was soll hier gelöst werden. Also es gibt hier bestimmte Umstände, wo du vielleicht auch für andere da bist, was sehr viel Zeit braucht, die dir dann natürlich auch fehlt, wo das hier dann natürlich blockiert ist, also diese positive Überraschung oder diese plötzliche Unterstützung, vielleicht eben auch eine Fügung des Schicksals, das ist hier entscheidend. Erkenne, wo du das Gefühl hast, du gibst hier zu viel oder du musst hier funktionieren. Da kannst du dann natürlich auch etwas verändern. Wo fühlst du dich gefangen, ja? Oder wo fühlst du dich eingeschränkt, eingesperrt? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du hier alle Verpflichtungen über Bord werfen sollst. Es gibt natürlich immer wieder Dinge, die wir einfach zu erledigen haben, die einfach anstehen, die jetzt nicht so viel Spaß machen. Hier geht es um das, was über das normale Maß hinausgeht, ja. Und da sehe ich einfach, es könnte auch sein, dass sich hier aktuell jemand sehr stark an dich klammert und das vielleicht auch gar nicht böse meint und vielleicht auch gar nicht erkennt, dass du hier auch noch andere Dinge zu tun hast, ja. Und das ist wichtig, dass du hier hinsiehst, was hier geschieht oder welche Form der Fremdbestimmung das denn ist. Wir haben hier noch einen Lösungsimpuls und da geht es eben um dieses Hilfe annehmen oder sich Informationen einholen, wo wir hier gerade eben auch diese Blockade besprochen haben. Und das Universum sagt, ein Wachstum ist hier bereits angekündigt. Und für viele habe ich das Gefühl, ist das hier ein finanzielles Wachstum. Und das Universum sagt hier, mein lieber Steinbock, es ist wichtig, dass du hier auf die Zahlen, Daten, Fakten schaust, ja. Ich sehe hier einfach, dass hier auch sehr viele Emotionen mit hineinfließen, die dazu führen, dass du dir hier in dieser Angelegenheit tendenziell selbst im Weg stehst. Und sich hier auf die Fakten ja zu beschränken und die Gefühle irgendwie außen vor zu lassen, kann dir hierbei helfen, dass du erkennst, welche Unterstützung hier auch hilfreich für dich ist. Denn vielleicht geht es hier auch um ein finanzielles Thema aktuell.
das hier auch komplett verschleiert ist aufgrund dieser sehr mysteriösen Ausgangssituation, wo sich deine Gedanken um irgendetwas in der Vergangenheit drehen, das dir nach wie vor Fragen oder Kopfzerbrechen bereitet, ja. Und es ist hier wichtig, sachlich zu bleiben. Und ich denke, das hängt ja auch zusammen mit diesem Gefühl, irgendwo fremdbestimmt zu sein oder funktionieren zu müssen für andere Personen, ja. Dass das hier zusammenhängt und das Universum sagt, es ist jetzt an der Zeit, dass du dich generell jetzt mal auf das Wesentliche beschränkst, das für dich wichtig ist, um hier auch wieder frei atmen zu können und dir dann überlegst, was lässt du wieder zu, ja. Also ich kann hier schon auch herauslesen, dass es für manche entscheidend ist, jetzt sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit alleine zu gönnen, ja, bewusste Zeit alleine zu gönnen. Das heißt nicht, dass du dich komplett zurückziehen sollst, sondern dass es hier auch wichtig ist, dass deine Gedanken wieder mehr zur Ruhe kommen. Deswegen auch diese Menschen um dich herum, die hier wie ein Ruhepol für mich aussehen und zusätzlich eben auch noch die innere Mitte, die hier wieder gefunden werden möchte. Die Fremdbestimmung hier, wie gesagt, also diese Thematik, die ist hier ganz, ganz wichtig. Die solltest du dir unbedingt ansehen, denn das, was hier in den Blockaden liegt, was hier zu dir kommen soll, das ist wirklich etwas Tolles, ja. Und deshalb ist es hier auch entscheidend, dass hier Platz entsteht, dass hier Raum entsteht. Schauen wir jetzt in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Bleiben wir jetzt hier im Umfeld, ja, ich kann hier erkennen, dass dieser Abschied, der sich hier zeigt, ja, da geht es um eine zwischenmenschliche Enttäuschung. Und da kann ich jetzt auch erkennen, dass du, wenn du hier weiterhin festhältst, ja, dass du hier vielleicht auch mit dem Schicksal oder ja, mit dem Schicksal haderst und hier sehr stark zweifelst oder dir Fragen stellst, die irgendwie ins Leere führen. Deshalb sagt das Universum, du hast hier sehr, sehr gute Kontakte in deinem Umfeld. Fokussier dich auf die, ja, lass die mehr in den Vordergrund rücken. Denn es geht hier um irgendeine Enttäuschung, einen Hinterhalt, vielleicht eben auch eine Form der Untreue, die sich hier zeigt in der Tendenz, die dich dann weiterhin beschäftigen wird. Also dieser Abschied, der hier stattgefunden hat, der ist an sich zu deinem Besten. Und es ist hier auch wichtig zu erkennen, denke ich, für viele, dass diese Verbindung hier einfach ja nicht wirklich zielführend ist. Und darum geht es hier. Also das ist hier eine Art Kurskorrektur, die hier auch hereinkommt. Fokussier dich auf das, was gut ist, ja. Und wenn das nur ein paar Kontakte sind, ja, das ist das, worauf du aufbaust, ja, für die nächste Zukunft. Und wenn du dich auf das fokussierst, was dir gut tut, dann ziehst du automatisch mehr davon an. Und deshalb sagt das Universum hier, es ist hier Zeit, irgendwo auszumisten, ja, sich hier zu befreien von Dingen, die einem nicht gut tun. Schauen wir mal weiter. Ja, dieses Thema mit dem sich fremdbestimmt fühlen, mein lieber Steinbock, das ist etwas, das anscheinend schon sehr akut ist, wo es jetzt wichtig ist, dass du Maßnahmen setzt. Denn hier habe ich zum einen liegen, es wird sich nicht verändern, bis du etwas sagst, ja, also dass das hier so weiterläuft. Es ist deine Entscheidung. Was hier noch hinzukommt, ist, dass das auf Dauer natürlich auch zu einem gesundheitlichen Problem werden kann. Da wie immer mein Einwurf, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt einen Arztbesuch ersetzen. Ja, also und das heißt doch nicht, dass du hier gesundheitliche Probleme bekommen wirst. Das Universum sagt nur, schau, dass du hier Grenzen setzt, ja.
weil das könnte sich auf über einen längeren Zeitraum auf die Gesundheit auswirken, ja, also dass das Immunsystem beispielsweise dann einfach geschwächter ist, weil du hier einfach viel mehr gibst, als dir gut tut, beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, dass hier auch nicht wirklich etwas zurückkommt, ja, das dir gut tut. Und das kann natürlich auf Dauer nicht gut funktionieren. Wichtig ist hier auch, das, was hier liegt in den Blockaden, das soll so oder so zu dir kommen. Das, was entscheidend ist, ist, sobald du dich aus dieser Fremdbestimmung befreist, dann kommt der Zeitpunkt, wo sich das hier zeigt. Ja, das kann eine Person sein, das kann eine Möglichkeit sein, das kann eben auch etwas Finanzielles sein. Es ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Positives, das hier ansteht. Und für das muss aber auch Raum entstehen, Platz entstehen. Wir schauen jetzt noch hier auf deine Ebene und hier haben wir eben die 888. Die 888 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 888 für sich steht dafür, dass hier etwas real werden soll, das du manifestiert hast. Und zusätzlich steht die 888 eben auch dafür, dass hier ein Geldeingang anstehen kann. Also diese zwei Bedeutungen. Es kann natürlich auch beides zutreffen und darauf bewegst du dich zu. Und deshalb ist es auch wichtig, jetzt sich hier, dass man hier, was dieses Wachstum betrifft, dass man hier auch mehr auf die Zahlen, Daten, Fakten schaut. Und hier nicht so viele Emotionen hineinfließen lässt. Das heißt natürlich nicht, dass man hier eiskalt sein soll, sondern mehr sich darauf fokussieren, wo will ich denn hin? Was soll denn geschehen? Ja, weil ich sehe hier einfach extrem viel Ablenkung und das hängt hier auch mit dieser Fremdbestimmung zusammen, mein lieber Steinbock. Eine wirklich spannende Legung. Also, ich bin gespannt, was das hier wohl ist bei dir, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.